Hallo von der Eurobike. Wir sind hier am Stand von Niner und haben ein komplett neues Rad entdeckt, und zwar das RIP 9 RDO. Und der Daniel kann uns sicher mehr dazu sagen. Selbstverständlich. Wir haben vorne 150 mm, hinten 140 mm, wir haben einen Vollcarbonrahmen und das patentierte CVI-Hinterbausystem. Was hat es mit den Streben hier auf sich? Die sind ja relativ außergewöhnlich. Und wo landet ihr beim Gewicht? Die Streben nennen sich Ribcage, verbinden das Unterrohr mit dem Sattelrohr. Dadurch kriegen wir die Steifigkeit. Gewichtsmäßig sind wir bei 3 Kilo für den Rahmen und ungefähr 13 Kilo beim Komplettrad, je nach Spec. Der Rahmen hat aber sonst auch noch ein paar schicke Details, oder? Richtig, ja. Wir haben Protektoren hier unten am CVA, Kettenstrebe. Dann haben wir hier einen Sec-Indikator eingebaut. Das heißt, der Fahrer setzt sich drauf und sieht gleich, wie viel Luft er im Dämpfer hat. Und wir haben einen Flip-Chip, das heißt, da kann man dann die Geometrie selber auch nochmal einstellen, je nach Fahrstil. Aber das ganz Besondere daran ist ja, dass es das Ganze auch in 27,5 gibt. Warum Niner, die für 29er stehen, jetzt als 27,5er? Wir haben unsere Philosophie ein bisschen geändert. Wir sagen jetzt, wir sind committed to dirt. Das heißt, wir wollen einfach den Leuten Spaß im Wald bringen. Und wir wollen kleinere Fahrer abholen. Das heißt, deswegen haben wir jetzt die 27,5er Version gemacht. Rahmen ist eigentlich identisch. Er ist ein bisschen agiler. Wir haben ein bisschen höheren Steuerkopf, aber ansonsten ist er gleich. Okay, und ist dann so, dass die 27,5er eher in den kleinen Rahmenhöhen gibt und die 29er eher in den großen? Genau, der 27,5er, den gibt es in S, M und L. Okay. Das 29er gibt es in S, M, L und XL. Ja, danke Daniel. Super spannendes Rad für 2020. Und wie sich das neue Niner All Mountain im Test schlägt, gibt es demnächst im Bike.